Moin Moin, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros Beer Tasting. Das Paulaner München Salvatore Doppelbock. Braukunst seit 1634. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Doppelbock Starkbier. 7,9%. 0,5 Liter Flasche. Haltbar bis 7,23, also nicht abgelaufen. Ja, muss man ja dazu sagen hier. Mann, wir sind arme Schweine, wisst ihr doch. So, Wassergerstenmalz. Wir machen hier meistens mit Geschenke. Wassergerstenmalz Hefe Hopfen. Und. Sollen wir mal schnell ein Glas holen? Ja, wo, habt ihr gesagt, wo ist das Glas? Das hab ich nicht gehört. So hört er mir zu. Ja, das mit dem Geschenk, das liegt halt da dran, dass wir einfach arme Schweine sind und wir uns nicht leisten können. Ich weiß ja nicht, warum der jetzt hier so ein teures Bier gekauft hat. Das muss man hier nach vorne stellen, damit das auch jemand sieht, ja. Naja, solange wie Rico jetzt hier noch braucht, denke ich schon mal schöne Grüße stellen an den Biersüffler. Die beiden Jungs vom Biervergleich und die beiden Jungs von der Bierprobierer. Auch exzellente YouTube-Kanäle, so wie unser hier. Das ist alles verlinkt hier im Video, unter dem Video und irgendwo hier oben. Meist oben links, glaube ich. So. Genau, schöne Grüße an die Leute. Also wenn ihr einen vernünftigen Biertest sehen wollt und von uns hier, also von Rico hier noch habt, dann guckt da mal vorbei. So, jetzt ist er wieder da. Übrigens, diesmal habe ich die Quittung, ja. Ach, gut. Kassenbuch ist ja eine gute Summe drauf, aber davor steht ein Minus, also irgendwas stimmt da nicht. Alter. Hier, Paulaner Salvator, 1,48. Prognose, was sagst du? 1,48, eine Pulle? Ja, eine Pulle 1,48. Also 1,40 ohne Pfand. Ja, ist schon dolle, wa? Nee, also das ist ein richtig schlechter Preis. Muss ich gleich mal hier 0 beim Preis. Oder? Du, das andere ist auch nicht. Guck mal hier. 1,30, 1,28. Das ist das teuerste, was auf der Liste ist. Ja, das ist wirklich der teuerste. Naja. Hier. Nee, außer. Das ist eins noch teurer. Deutsche Reinheitsgebot ist schon mal, ja. Ganz schön teure Tropfen, du. Auspacken oder wegpacken? Einpacken. Ich hätte es mir jetzt nur wegen dem Namen gekauft, muss ich mal sagen. Mich hat es angesprochen. Deshalb habe ich es einfach mal mitgenommen. Na los, mach auf dann. Okay. So dass es auch keiner sieht. Also auspacken oder wegpacken? Wie sieht das aus von außen? Ja, ich würde es auspacken, ja. Also deshalb, ich hab's ja mitgenommen. Also. Wie sehr möchtest du das auspacken? Zwei. Und du? Mit. Nein. Also die Farbkombination und das, also ich finde das schon ansprechend aus. Preis habe ich schon mal 0 Punkte gegeben. 1,40 kostet die Flasche hier. Das, Augensucht oder Augenflucht? 5 bis 0. Wie sieht jetzt aus hier, das Getränk im Glas? Wieder so, dass keiner sieht, genau. Schon 3 Punkte geben wollen. Ja, sieht schon gut aus, aber der Schaum, der geht recht schnell weg, ne? Ja, das ist so ein bisschen dunkel. Aber was ist das? Doppelbock. Mhm. Ja, 3 Punkte ist in Ordnung. Wie viel Volt hat denn das? 7,9. Ach. Ja? Hab ich so viel hier drin? Naja, ich habe auch nicht viel weniger drin. 3 Punkte. Gaumen lieber oder Gaumen lieber?
Also das ist ein bisschen heller und ein bisschen besser. Der Schaum, wenn jetzt auf jeden Fall frühe Punktzahl bekommen. Also vom Angucken und so. Zum Wohl. Prost. Ja. Auf den Biersüffler, die Jungs vom Biervergleich und die Jungs von Probierbier. Bierprobier. Nee, zum Wohl. Ach, was ist ich. Typischer Bock. Aber der schmeckt, als wenn er mehr hat. Der schmeckt ja so fast, als wenn er schon 14% oder 15% hat. Ja, ein ganz normaler Bock. So. Ja, herb, malzig, bockig. Finde ich dann ganz lecker für einen Doppelbock. Mhm. Also ich kenne, gibt schon, also ist jetzt nicht so der beste Bock, den ich bis jetzt getrunken habe, aber der ist auch nicht der schlechteste, also das ist in Ordnung. Was ist denn für einen tollen Bock getrunken? Oh, frag mich jetzt nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Hasseröder, wa? Hasseröder Doppelbock. Nee, Doppeltag, gibt's das überhaupt? Nee. Okay. Das gibt ja ein Neues, also ich hab's erst letztens gesehen. Ist nicht gekauft? Ja doch. Naja, das ist doch gut. Kommt noch ein Video. Mhm. Ja, also würde ich auf jeden Fall 6 oder 7 geben. Für einen Doppelbock ist ja gut. Ja. Ich könnte mir kaum leckeres Doppelbock-Bier vorstellen. Also ich sag mal so, für einen Doppelbock ist es schon eine 8 bis 9. Ja. Aber generell, ich bin ja halt eher der Pilztrinker, aber das schmeckt auch. Also ich würde sagen, 7 Punkte ist okay. Also 7 Punkte würde ich sagen. Wolltest du das wegkippen? Nee. Also das trinke ich auf jeden Fall aus. Also 2. Wie viele Spezialpunkte verdient dieses hier Bräu? Jetzt mal nochmal die Pulle bitte. Steht die Pulle weg, wir machen hier Werbung. Gratis Werbung machen wir hier. Also das. Also dafür ist jetzt kein Punkt, oder? Also ich würde sagen, für Doppelbock Spezialpunkte. Ja, Doppelbock ist schon mal speziell, da kann man einen Spezialpunkt geben. So. Aber sonst? Dann kannst du für die Etikett vielleicht, findest du toll. Eventuell, ja. Aber dann ist aber auch gut. Ich finde, die hätten hier hinten. Die haben da hinten hier eine ewig lange Liste, aber ich kann davon nicht lesen. Das ist irgendwie auf Spanisch oder halt. Dunkelhaar. Französisch, Italienisch, Deutsch. Und was noch? Eins noch. Eins rechts, was steht da? Ach, Holländisch bestimmt. Du Island? Denk mal, das ist Holländisch. Ja gut, pass auf, dafür würde ich doch. Da würde ich sagen, kein Spezialpunkt. Dafür, dass sie darauf achten, dass die umliegenden Länder das auch ganz normal lesen können. Also 2, ja. Ja. Gut. Uhr. Seit 16:34 ist schon. Ja, Paulaner, aber noch nicht den Doppelbock. Na ja, doch, guck mal, hier gebraut nach dem bräuischen Reinheitsgebot von 1560. Naja, nee. Paulaner München seit 16:34, ja. Ist schon richtig. Was mir jetzt natürlich auffällt, denke mal, müsste das schon recht schnell. Also ist nicht viel Kohlensäure drin, das geht noch gerade so. Also wenn du das eingekippt hast wie so ein Ochse. Ja, naja, um den Schaum zu sehen. Bei mir ist noch Kohlensäure. Bei mir ist fast weg. Bei mir ist wirklich fast alt weg. Aber das stimmt, da hast du recht. Ich könnte Bier, Prognose. Gut. Also, Bronze. Hab ich noch nie geschrieben. Das sag ich natürlich auch.
Na, weil du jetzt schon weißt, wa? Geil. Klar. Ich trinke erst den Uber. Prost. Paulana. Na, für den Bock ist das schon wirklich gut. Fand's so lecker. Für den Bock. Aber ich würde jetzt nicht, also, jetzt keinen Dreier von trinken wollen. Aber so mal, wird das schon. Hm? Jo. Kannst schon nicht meckern. Schon, ich denke, dass er denn was Bronze kriegt für. So ist kein Uhr, ich sag dir das. Ist halt kein Pilz und. 18 von 30 Punkten. Hätte ich jetzt wirklich mehr gedacht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das ist. Wir haben von 13 bis 18 Punkten. Haben wir Bronze. Wenn wir irgendwo einen Punkt mehr gefunden hätten, dann wäre es schon Silber gewesen. Alter. So. Also, wir haben uns gerade nochmal unterhalten. Die Batterie von der Kamera ist gerade abgekackt. Ja. Und deswegen haben wir die jetzt hier mal getauscht. Also, wir haben Bronze von 13 bis 18 Punkte, da sind wir stehen geblieben. Genau, und haben jetzt gerade jetzt überlegt, wegen einer kleinen Veränderung hier mit diesem Punktesystem, dadurch, dass wir sowieso noch daran arbeiten. Ja. Genau, ständig, ständig verbessert wird das nämlich hier. Genau. Und das Bier hat auch unserer Meinung nach kein Bronze verdient, sondern Silber. Definitiv. Und da haben wir mal kurz die Spezialpunkte verringert von 0 bis 5 auf 0 bis 4 Punkte. Und dafür mehr Wert gelegt auf den Geschmack. Also gibt es bei Gaumenhiebe oder Gaumenhiebe jetzt 11 bis 0 Punkte und nicht 10 bis 0 Punkte. Und deswegen hat jetzt dieses Produkt, wie es auch immer heißt, wo auch immer die Flasche ist. Das leckere Salvator Doppelbock ist jetzt von Bronze auf Silber gerutscht. Das war nämlich ganz enge. Hat 19 von 30 Punkte. Ich lese ihn mal vor, was in der Bewertungsliste steht. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. So. Genau, Rico muss noch den Uwe trinken, den Uwe habe ich schon bewertet mit einem Punkt, da habe ich es für mich, wird es da nicht eklig unten. Ich bin mir sicher, für Rico auch nicht. Nö. Hat selbst die Zwangspause überstanden, ne? Ja, ja, ich war jetzt. Also, aufregend. Daumen hoch, schöne Grüße an Paulaner München. Ja, genau. Yeah, baby! Direkt hier verlinkt das Ganze. Was gibt es im nächsten Video von mir? In der Zeit, wo Rico das holt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, welches ist euer Lieblingsbier. Ansonsten könnt ihr gerne das Video teilen und liken und teilen und, aber das Allerwichtigste, abonnieren, Leute. Ihr müsst das abonnieren. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, müssen wenigstens teilen und abonnieren. Das Mönchshof gibt es als nächstes. Sandbier. Total lecker aus. Ich hätte mich total gefreut, wenn ihr jetzt mal eins gebracht hättet, was ich mitgebracht habe, aber. Ach, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, denn. Irgendwann. Wenn oh, ich muss nochmal schnell in den Keller. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann ja, und Leute. Well, yeah. Bis demnächst.